Hallo in Huacatina, der Wüstenoase in den Arenas. Das sind die größten Sanddünen hier in Südamerika. Und ich laufe gerade mal ein Stück hoch, um euch mal die Oase von oben zu zeigen. Dann sieht es für mich echt cool aus. Von da oben hat man bestimmt einen super Ausblick, aber das machen wir dann morgen. Heute reicht erstmal die Hälfte der Strecke. Man soll sich ja immer noch ein bisschen steigern können, ne? Und mit den Dingern, mit diesen Sandbuggies, mit denen fahren wir heute Nachmittag ein bisschen entspannter die Dünen hoch, um dann runter zu Sandboarden. Zum Glück müssen wir nicht hochlaufen, weil es ist echt anstrengend. Um 15.30 Uhr stehen wir in einer Gruppe von abenteuerlustigen Mitzwanzigern bereit für das ultimative Dünenerlebnis. Unser Fahrer Orlando drückt aufs Gas und wir rasen mit dem Sandbuggy über die Dünen, als wären wir auf einer wilden Achterbahn. Der Adrenalinkick ist unglaublich, besonders wenn wir über die Kämme fliegen und auf der anderen Seite in einem Affenzahn hinunterpreschen. An einer gigantischen Düne halten wir an und bekommen Sandboards in die Hand gedrückt. Einer nach dem anderen schlittern wir auf dem Bauch die steile Düne hinunter. Der Wind pfeift uns um die Ohren und das Herz schlägt schneller. Die Düne ist bald voller Leute und der Sand wird so weich, dass das Vorwärtskommen zur Herausforderung wird. Trotzdem sind die Sandbuggies das absolute Highlight des Tages. Zum krönenden Abschluss genießen wir den Sonnenuntergang auf einer Düne. Orlando ist kein Romantiker und startet den Motor sofort wieder, sobald die Sonne hinter den Dünen verschwindet. Dann geht es mit Vollgas zurück ins Dorf. Morgen! Wir gehen jetzt zur Pisco Sour Tour. Es ist 10.15 Uhr und gleich gibt es ein bisschen Pisco. Viel erwarten wir von dieser Tour jetzt erstmal nicht, denn sie ist gratis und wird von Peruhop, also unserem Busunternehmen, angeboten. Wir sind hier übrigens in Huacachina. Huacachina ist eine Oase mitten in der Wüste in Peru. Und ja, bis in die 80er Jahre war das hier auch eine natürliche Oase. Danach kam ja der Tourismus an und der Tourismus hat das ganze Wasser aufgebraucht. Und dadurch mussten sie diese Oase irgendwie künstlich ins Leben wieder berufen, könnte man sagen. Und man hat das Wasser mit Rohrleitungen aus Ica hier rangeschafft. Ica ist die nächstgrößere Kleinstadt um die Ecke. Bevor denen das Wasser in der Oase in den 80ern ausgegangen ist, kam das Wasser übrigens aus den Anden, aus einem unterirdischen Gebirgsfluss. Die Tour ist kurz und schmerzlos. Uns wird erklärt, wie aus der Traube Saft, Wein und schließlich der Weinbrand Pisco gemacht wird. Alles ganz traditionell, versteht sich. Die Trauben werden noch mit den Füßen zerstampft und im März steigt immer die große Stampfparty. Jeder, der will, kann mitmachen. Fußpilz lässt grüßen. Die Tour ist nach kurzen 20 Minuten beendet und es geht an die Verkostung. Jetzt kommen wir schon zum wichtigsten Part, Pisco testen. Erstmal kommt der Wein dran und peruanischer Wein ist immer süß. Die peruanischen Weine erinnern uns eher an gesüßten Traubensaft als an Alkohol. Die Peruaner essen und trinken nämlich wie kleine Kinder. Je süßer, desto besser. Salut! In Peru gibt es übrigens keinen trockenen Wein. Halbtrockener Wein ist süß, halb süßer Wein ist süß und süßer Wein ist richtig süß. Dann gibt es den Pisco und einige Pisco-Mixe.
Ein bisschen spritzig ist er schon, aber durchaus trinkbar. Auch wenn wir ihn lieber als Pisco Sour mögen, als ihn pur zu trinken. Tschüss. Das Wichtigste, was wir heute gelernt haben, ist die Erkenntnis, dass Pisco destillierter Wein ist. Genau. Genau, die nehmen den frischen Wein, der ist gerade mal 5 oder bis 8 Tage fermentiert und destillieren den Alkohol raus und das ist der Pisco. Und übrigens wird nur der mittlere Teil des Piscos getrunken, der mit ungefähr 42%, der Piscus, der 80% hat und der dann nur 16% hat, der wird zum Saubermachen genutzt. Wir haben ja noch mal eine richtig gute Mittagsaktivität gefunden. Bei praller Sonne. Einfach mal die Wüstendüne hochgehen. Es ist schon 3:30. Ja. Schon Nachmittagsaktivität. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens wahrscheinlich. Bei praller Mittagssonne einfach mal, warte mal, diese Düne hier hochlaufen. Aber wir sind nicht die Einzigen. Schon mal gut. Und wir haben natürlich auch viel Wasser mit. Und wir machen das Ganze barfuß. Ja. Ist allerdings ein bisschen heiß. Ja, ein bisschen. Aber es ist besser als Sand im Schuh. Es fühlt sich so ein bisschen an wie auf diesen Firmenveranstaltungen, wo die Leute dann über glühende Kohle laufen müssen, so als Motivationshilfe. Welche Firmenveranstaltungen hast du denn schon so mitgemacht? Ja, wir haben schon so manches gemacht. Vorne, da stehen die ganzen Sandbuggies, mit denen sind wir gestern hier durch die Dünen geheizt. Seit 1,5 Tagen schauen wir nun schon auf das Monstrum von Düne vor unserer Haustür. Heute Nachmittag ist der Moment gekommen, sie zu erklimmen. Mit Wasserkamera und Schuhen in der Hand geht es los. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns vorwärts bewegen. Das ist so fucking Style. Style? 20 Minuten lang laufen wir 2 Schritte nach oben und rutschen einen ab. Ein ziemlich undankbarer Aufstieg, der aber mit einem tollen Blick belohnt wird. Boah, ganz schön anstrengend. Aber ich glaube, es wird sich lohnen. Es sieht ziemlich cool aus schon von hier. Als wir endlich oben ankommen, sitzen wir lange nur da und gucken runter. Wer schon mal in der Wüste war, weiß, wie abwechslungsreich sie sein kann und wie viele Farben der Sand hat. Wer noch nie dort war, muss unbedingt mal hin. So, wir sind oben angekommen und ich muss sagen, ich habe noch nie so eine riesige, verdammte Wüste gesehen. Es ist echt so krass und es lohnt sich auf jeden Fall hier hochzulaufen. Also wenn ihr in Huacachina seid, unbedingt auf diese Düne hoch und nehmt Wasser mit. Ja. Und geht auf die höchste Düne, denn hier gibt es echt zig Dünen und das hier ist einfach mal die allerhöchste. Genau, das und ist es ist nicht so anstrengend, wie man sich das vorstellt. Genau, die Düne ist übrigens die hinter dem Wild Rover, also da einfach hoch. Ja. Diese Oase hier unten, die wurde 1940 das erste Mal touristisch genutzt. Das Ganze ging 40 Jahre gut und dann 1980 wurde hier so viel Wasser aus diesem Becken rausgepumpt, dass sie von einer natürlichen Oase eine künstliche erzeugen mussten. Heißt, vorher kam das Wasser aus den Anden, kam in einen unterirdischen Fluss hier rein. Aber ja, dann wurde so viel Wasser genutzt, dass sie aus Ica das Wasser über Wasserleitungen hierher pumpen mussten. Das hier ist übrigens Ica, ist jetzt nicht so weit, aber trotzdem eine krasse Geschichte. Wir haben uns übrigens beide den großen Zeh am rechten Fuß verbrannt. Wie genau wir das geschafft haben, wissen wir nicht, aber es tut weh. Da hinten irgendwo, immer weiter, also Richtung Horizont, kannst du kaum verfehlen, da ist das Meer. Ja, da vorne waren wir eben Mittagessen und da ist unser Hotel. Leider ist es nicht das da unten mit dem Pool. Ja, das wäre besser gewesen. Das ist Carolas Lodge übrigens.
heißt so. Sie sitzen ziemlich lange hier oben, genießen die Brise, die Sonne und die Ruhe. Irgendwann wird es Zeit, wieder nach unten zu klettern, denn es gibt noch einen Kaffee und gegen 17.15 Uhr machen wir uns auf zum Bus, denn die Reise geht weiter. In der nächsten Folge besuchen wir Paracas an der peruanischen Küste. Also, bleibt dran!